Grüezi miteinander, schön haben Sie eingeschaltet, das ist Tele-M1 aktuell, heute mit diesen Themen. Harter Kampf, wie sich die Spielgruppe von Buttwil dagegen wehrt, dass aus ihrer Spielstube eine Asylunterkunft wird. Überschwemmung, wie Zottmarsingen einen Wasserrohrbruch zu außergewöhnlichen Kochmethoden geführt hat. Schöne Aussichten, warum Hellseher und Wetterfrösche davon überzeugt sind, dass die eisigen Temperaturen schon bald vorbei sind. Land unter, heute Morgen Zottmarsingen. Wegen einem Wasserrohrbruch hat es einen Teil der Hentschikerstrasse überschwemmt. Mehrere Häuser hatten den ganzen Morgen kein Wasser gehabt. Der Schaden geht in die Tausende von Franken. Sandra Artizone und Corinna Bohrer sind vor Ort gewesen. Ein riesiges Loch klafft mitten auf der Strasse. Auf der Kreuzung der Hemtschikerstrasse war ein riesiger See gewesen. Am Morgen um 5 Uhr hat der Mann von der Dorin Schatzmass viel Wasser entdeckt und gerade die Gemeinde informiert. Die hat dann sofort das Wasser abgestellt. Die Anwohner rundherum mussten plötzlich ohne rauskommen. Meine Tochter ist natürlich verschockt, weil sie nicht duschen konnte, um wegzugehen. Der Mann ist ins Geschäft duschen und das Schlimmste ist eigentlich, oder das Schlimmste, also was unangenehm ist, ist, wenn man die WC-Spülung nicht betätigen kann. Das kaputte Rohr haben die Arbeiter rausgenommen. Hier sieht man den Schaden ganz genau. Der Franz Steger, Chef des Werkhofs Ottmarsingen, schaut das Loch an. Wahrscheinlich ist ein Stein, der auf dem Rohr gelegen ist und sich langsam ins Material gefressen hat, der Übeltäter. Schäden hat es keine gegeben. Das Problem war, dass einfach ein Haufen Leute kein Wasser hatten im Moment. Und das wird es bis zum Abend um 6 Uhr so sein. Das Problem ist der Wassermangel vor allem für ihn. Der Ivo Celebic wird vom Restaurant Marti. In der Not hat er zu den Evian-Flaschen gegriffen und so seine Menüs gekocht. Ich habe vorher Reis gekocht und Suppe muss ich auch noch machen, aber es geht. Ist aber nicht so schlimm. Am Nachmittag haben die Fachleute dann das Rohr austauscht. Der Schaden vom Rohrbruch liegt etwa bei 20'000 Franken. Die Strasse bleibt wahrscheinlich noch bis am Montag zu oben gesperrt, damit die Arbeiter das Loch zuschütten können. Dorin Schatzmann freut sich schon, wenn zu oben das Wasser wieder angestellt wird. Dann bekommt sie endlich ihre Dusche. Die Kinderspielgruppe.